Level Up für Mario und Luigi in den Katakomben von Toadtown. Gleich geht's aber zurück an die frische Luft für die beiden. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir noch zusätzlich erhöhen. Bei Mario, weiß ich nicht, wäre natürlich Bart oder Angriff ganz nice, aber die Zahlen überzeugen mich nicht so ganz. Dafür aber die Zahlen zum Let's Play, das möchte ich an der Stelle mal ganz passend erwähnen. Support ist ganz geil. Ich war jetzt nicht ganz sicher, wie das Let's Play ankommt, weil ja Superstar Saga, müssen wir ganz ehrlich sagen, letztes Jahr einen Durchhänger so ab der Mitte hatte. Aber Abenteuer Bowser, saugt ihr auf, da habt ihr Bock drauf. Gut, ist halt auch das beliebteste Mario Luigi. Das sieht man hieran, wie der... ich wollte hier eigentlich eine 4 haben, aber... Ticken zu früh gedrückt bei Geschwindigkeit plus 3. Ist okay, aber... nicht bombenmäßig. Naja, jedenfalls fürs Zusehen und Liken bedanke ich mich bis hierhin. Hoffe, es bleibt so. Das Spiel dreht ja jetzt auch erst richtig auf. Krankfried hat den verflixten Finsterstern und Prinzessin Peach entführt. Mario und Luigi, wo habt ihr nur gesteckt? Nun, in Bowser. Aber das musst du nicht verstehen. Alle sind verschwunden. Ihr, die Prinzessin, Toadworth. Plötzlich war der Palast wie leer gefegt. Wie? Krankfried? Nie gehört. Jedenfalls ist der Zutritt zum Palast im Moment nicht erlaubt. Aber ihr dürft rein, oder? Ihr dürft doch, ne? Ihr solltet es versuchen. Der Zutritt ist... verboten? Da eigentlich niemand mehr drin sein sollte... kann das nur von Krankfried beauftragt worden sein. Ich habe vorhin aus dem Palast eine Stimme gehört. Unheimlich. Da ist doch niemand. Könnte es etwa ein Gespenst sein? Oh nein, damit ist es confirmed. Krankfried treibt da sein Unwesen. Euch ist doch sicher aufgefallen, dass in Toadtown ordentlich gebaut wird, oder? Ja, hier kommt eine riesige Einkaufsmeile hin. Wir werden demnächst fertig. Habt also bitte noch etwas Geduld. Eine Einkaufsmeile? Nice. Ich wollte hier Geld ausgeben. In Toadtown wird gerade gebaut, aber der Weg zum Palast ist frei. Ihr wisst, wo es lang geht? Nehmt die Brücke im Norden. Ich bin sicher, dass der Palast verlassen ist, aber naja. Der Weg ist frei, aber man darf den Palast nicht betreten. Nee, du, da ist irgendwas faul. Mario, ich habe eine Information für dich. Mario, kannst du dich unterirdisch fortbewegen? Kannst du nicht? Oh, schade. Sobald du dich unterirdisch fortbewegen kannst, komm wieder bei mir vorbei. Okay, das sollten wir uns merken. Der Typ hat wohl eine Info oder eine Sidequest für uns. Das wird interessant. Hier geht's zum Palast. Da wollen wir ja eigentlich noch nicht hin. Deswegen kehre ich mal um. Oder muss ich da jetzt hin? Weil der Rest scheint abgesperrt zu sein. Ja, ist halt echt so. Diese Straße wird direkt zur Einkaufsmeile von Toadtown führen. Sie ist fast fertig, aber habt bitte noch etwas Geduld, ja? Naja, okay. Schöner Brunnen, by the way. Gefällt mir. Aber gut, wenn das so ist... schauen wir mal beim Palast vorbei. Ich hoffe, wir kommen da rein. Der Finsterstern wurde geraubt. Ob im Pilzpalast alles in Ordnung ist? Ich habe da leider so meine Zweifel. Echt doof. Oh, ein Floß. Aber ich glaube, das kann nur Bowser nutzen. Wir dagegen können uns aber diesen Block da holen. Beziehungsweise dessen Inhalt. Ein Sternbonbon. Ja, nice. Ja, nice. Ich mag auch die Seerosenblätter in dem Fluss. Das sieht gut aus. Und was ist da los? Was ist das? Blockaden. Nein! Ich habe Erstaunen und Ehrfurcht. Die finstere Macht. Das Finsterstern steigt. Meister Krankfried, mit dieser Macht werden wir die Welt beherrschen. Sag das nicht! Durch
Solche Erwartungen habe ich. Stress. Die Macht des Finstersterns schläft doch wie ein böses Baby voller Gemeinheit. Mit Hilfe der Prinzessin werden wir ihr Mittagsschläfchen beenden. Oh, ein ungutes Zeichen! Der Palast, jemand will hinein. Ich habe Gelächter bei dieser solchen Dummheit. Die Barrieren des Finstersterns halten jeden draußen. Ja. Der Finsterstern, seine Macht beginnt zu erwachen. Wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Gute Idee. Kehren wir nach Toadtown zurück und überlegen uns einen Plan. Und wieder fließen Tränen, aber nicht die von Krankfried. Krankfried liegt auf der Couch und schlürft Tee, der euch auslacht. Und sieht dem Siegel des Finstersterns beim Aufbrechen zu. Bald ist das Königreich so finster wie die Finsternis. Aber bis dahin gehe ich vielleicht noch eine Kleinigkeit einkaufen. Ich brauche eine neue Louis Vuitton Tasche. Dieser Drecksack. Warum können wir nicht einfach dran vorbeischwimmen? Er hat den Weg einfach komplett zugemauert. Die Ankaufsmalle hat geöffnet. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Na, immerhin eine gute Nachricht. Dann sehen wir uns mal um. Oje. Da sind die ganzen Toads mit Metaboli. Oh, shit. Wer öffnet in einer solchen Zeit eine Einkaufsmeile? So ein Blödsinn. Fast alle haben Metaboli. Metaboli ist kein Spaß. Und jetzt ist auch noch die Prinzessin weg. Aber jetzt ist genau die Zeit, in der man jede Aufmunterung gebrauchen kann. Stimmt auch wieder. Ja, stimmt. Aber sag mal, finde nur ich es schade, dass sie die ganzen weiblichen Toads durch generische, normale Toads mit Schürze und so ausgetauscht haben? Warum macht Nintendo das? Was soll die Scheiße? Ganz ehrlich, das ist einfach nur Kacke. Hört auf damit! Mario, du achtest auf deine Gesundheit, ja? Spring immer schön weiter, dann bleibst du fit. Sag das nicht mir, sag das den Toads, die draußen rumliegen. Meine Güte, furchtbar sieht's hier aus. Willkommen in Toadtown. Oh, hallo Mario, willkommen zurück. Hast du schon gehört? Die Einkaufsmeile ist fertig. Schau doch mal vorbei. Gleich. Ich möchte nur sehen, wie schlimm es allen geht und so. Die meisten blockieren halt leider auch ihr Zuhause. Deswegen können wir da nicht mal vorbeischauen. Hallo Mario, wie geht's dir? Du siehst ziemlich glücklich und entspannt aus. Aber das scheinst du eigentlich immer zu sein. Nur nicht unterkriegen lassen. Glücklich und entspannt? Nun ja, angesichts der Ereignisse kann ich das nicht wirklich bestätigen. Westlich von hier gibt's einen Tunnel zu Toadtown-Höhlen. Ab und zu sieht man dort drei seltsame Paracoopers herumlungern. Ach, das ist der Tipp, dass man da noch die, Panzer... Nee, Moment. Nein, das kann da gar nicht sein. Die Panzerblöcke hat man ja gebraucht, um überhaupt hierher zu kommen. Dann muss das ein anderer Hinweis sein. Ich guck mal, ob ich die finde. Ich habe etwas zur Vorbeugung. Ich habe das Haus zu einer Sauna umgebaut. Man schwitzt alles aus und kann so nicht rund werden. Also mach das Feuer nicht aus. Ist zwar eine gute Idee, aber meinst du nicht, dass du ihn damit umbringst? Der wird eher gegrillt. Das arme Mastschwein. Oh Mann, der Arme, ey. Ich habe richtig Mitleid mit ihm. Aber ist auch klar, dass die armen Toads versuchen, irgendwas gegen diese ätzende Krankheit zu tun. Man will das Schicksal natürlich nicht akzeptieren. Hä, aber da geht's doch zu den Paracoopers. Die haben wir doch gesehen. Sonst hätten wir ja auch die Panzer gar nicht gekriegt. Das ist jetzt schon ein bisschen seltsam. Boah, also dein Haus ist aber, naja, nicht so ganz geräumig. Wir sollten uns mal um eine Renovierung kümmern. Ja. Ich hoffe, die Versicherung trägt dazu bei, sonst seid ihr wahrscheinlich erledigt. Papa ist groß und rund geworden und drum ist heute die Wand eingerissen. Irgendwann will ich auch so groß wie Papa werden. Was? Du willst sowas werden?
Nun ja, du solltest dir vielleicht andere Ziele fürs Leben setzen, ich weiß ja nicht. Hey Mario, zur Einkaufsmeile geht's hier einfach geradeaus. Da gibt's viele schicke neue Geschäfte, so Versace, Gucci und so, ne, Armani. Kannst du mal gucken. So ein neuer Armani-Anzug wäre schon was. Wir schauen mal, ne? Aber es nervt mich, dass wir jetzt Toadtown nicht komplett erkunden können, weil halt überall die Bälle rumliegen und den Weg blockieren. Mario, willkommen auf unserer neuen Einkaufsmeile. Gerade erst fertig geworden und schon so viel los. Soll ich dir was über die Geschäfte erzählen? Ja, mach mal. Also, es gibt hier Geschäfte für Ausrüstung. Da drüben ist ein kleiner Bossladen. Hier befindet sich Versace. Und das hier ist Louis Vuitton. In diesen Geschäften gibt es Ausrüstung, wie gesagt. Schau sie dir mal an, die haben eine tolle Sachen. Das glaube ich. Willst du auch was über die anderen Geschäfte hören? Hau raus. Da ist ein Starbucks. Besonders beliebt ist der Pilztee, aber auch der Karamell Frappuccino. Klingt gut, oder? Du solltest ihn unbedingt versuchen. Die Röhre dort führt übrigens in die Toadtown-Höhlen. Südöstlich von hier ist ein Gucci-Store. Das Witzige ist, das Logo sieht ja wirklich ähnlich aus. Da gibt's tolle Orden zu kaufen. Der Besitzer ist etwas eigen. Es heißt, er bietet nur Dinge an, die er selbst mag. Daneben ist ein Rewe. Pilze, Sirup und so, ihr wisst schon. Und das da, naja, Schönheitschirurgo und so. Viele Ärzte drin. Man munkelt, Dr. Horoskopus T verfüge über mysteriöse Kräfte. Er weiß einfach alles über das Pilzkönigreich. Wenn du mal ein Problem hast und nicht weiter weißt, dann solltest du dich an ihn wenden. Das ist alles, sieh dich um und viel Spaß. Wenn du dich hier verloren fühlst, komm zu mir, ich helfe gerne. Nö, nö, ich glaube, ich finde zurecht. Ist ganz geil hier. Herr Mario, Herr Luigi, zur Eröffnung haben wir uns etwas einfallen lassen. Wollt ihr gern mehr wissen? Such den Pilzball. Wir haben hier auf der Einkaufsmeile überall Pilzbälle versteckt. Bring sie mir. Ihr dürft behalten, was in den Bällen versteckt ist. Und was für fantastische Dinge in den Bällen versteckt sind, ich schwöre es euch. Viele Pilzbälle sind allerdings unsichtbar. In unsichtbaren Blöcken, im Boden, hinter Mauern. Ich weiß, ihr seid Spezialisten, also haltet die Augen offen nach möglichen Verstecken. Manche findet ihr nur, wenn ihr euch in den Boden bohrt. Die Bälle sind überall versteckt. Macht euch auf die Suche, ihr zwei. Ach ja, es gibt insgesamt 16 dieser Pilzbälle. Was? Hinter Mauern im Boden versteckt? Warte mal, ist hier einer? Oder was hat das zu bedeuten? Also hier ist garantiert etwas. Aber wir können uns halt leider nicht in den Boden bohren, deswegen bringt mir das leider überhaupt nichts. Naja, eine Sidequest für später halt. Ach, heute war ich beim Einkaufen wieder sehr erfolgreich. Vielleicht lasse ich mir als Krönung meine kostenlose Massage geben. Das wäre der beste Abschluss eines perfekten Tags für eine perfekte Toadette wie mich. Du bist eine Toadette? Okay, Nintendo, das geht zu weit. Und es macht auch null Sinn. Die haben doch gerade erst in New Super Mario Bros. Deluxe Toadette eingeführt. Warum wird sie jetzt hier durch einen generischen Toad ersetzt? Hä? Oder hatte Alpha Dream einfach keinen Bock, ein Toadette-Modell zu entwerfen? Münzen allein machen nicht glücklich, Nini. Ab heute lebe ich ohne Münzen. Ja, deswegen stehst du auch neben Louis Vuitton, ist klar. Östlich von hier geht die Einkaufsmeile weiter. Noch weiter östlich ist die Stadtgrenze von Toadtown. Da wird allerdings gerade gebaut. Okay, 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 okay. Also wir werfen mal einen Blick hinein. Ja, das ist definitiv Louis Vuitton. Werte Kunden, Sie scheinen einem Irrtum zu unterliegen. Wir akzeptieren hier nur Kunden ab Sternenrang und höher. Bitte verlassen Sie dieses Geschäft. Ja, moin. Wir sind nicht krass genug für Louis Vuitton. Na gut, stimmt auch irgendwie.
Mario? Hast du Dr. Horoskopus Tier getroffen? Noch nicht. Warum ist denn der in aller Munde? Herr Mario, sind Sie auch ordentlich angezogen? Sie müssen wissen, dass die richtige Ausrüstung wichtige Vorteile mit sich bringt. Oh, das wussten Sie schon nicht so ungut. Sie zwingen mich ja fast schon, teure Klamotten zu kaufen. Immer dieser Gesellschaftsdruck. Nun, wer schick aussehen will, sollte auch ein paar Münzen haben. Ah ja. Wir akzeptieren nur Münzen. Bitte bezahlen Sie an der Zentralkasse. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich war auch schon mal im Gucci-Store drin. Da geht's ehrlich gesagt ähnlich zu. Die Umkleidekabine ist gleich hier. Lol. Das ist witzig. 6000 Münzen für Handschuhe? Wer soll denn das bezahlen können? Aber, verehrter Kunde, die sind handgenäht. Der Preis ist eher zu niedrig. Lol. Läuft bei denen. Naja, wir gucken mal, ob wir uns irgendwas leisten können. Oh, wait. Die akzeptieren uns auch nicht. Wir brauchen den Feuerblumenrang. Sag mal, bin ich eigentlich irgendwo erwünscht? Oder darf ich mich nirgendwo blicken lassen? Komm, so einen Tee holen wir uns mal. Herzlich willkommen, Mario und Luigi, das hier ist mein Teehaus. Es gefällt mir nicht, wie eure KP und BP aussehen. Da hilft nur ein Pilztee spezial. Wie wär's? Ein Tässchen Pilztee lindert alle Beschwerden. Ja komm, wir gönnen uns mal. Ich denke mal, der erste Tee füllt KP auf, der zweite BP und der dritte halt beides. Ja, so ist es. So ist es, Leute. Bevor es weitergeht in dieser Bonzen-Einkaufsmeile, schauen wir... Vergesst es. wir bleiben hier. Und ich glaube, wir können nur in den Store rein. Ein Tipp? Pass auf, wofür du deine Münzen ausgibst. Ich habe mir Ausrüstung gekauft und hatte dann keine Münzen mehr für Items. Dann habe ich mir mal einen Orden gekauft und hatte nichts mehr für Ausrüstung. Erst nachdenken, dann einkaufen. Danke für den Hinweis. Also, wir können uns momentan halt wirklich nur die Sachen hier leisten. Und wir dürfen auch nur hier rein. Aber immerhin, Bart Level 2 erreicht. Cool. Oh, ich bin beeindruckt. Ab sofort gibt es für euch super Bonuskarten. Jetzt mit noch höherer Gewinnchance. Ach, echt? Geilomat. Cooper-Hose. Erhöht drastisch die Verteidigung. Du erleidest weniger Schaden, auch wenn die Verteidigungsaktionen misslingen. Ja, ist halt vor allem was für Luigi. Bei Mario könnte man es auch machen, aber gefällt mir nicht, dass der Angriff da sinkt. Ich denke, da werden wir mit der Zeit was Besseres finden für ihn. Jetzt wäre es natürlich klasse, wenn wir das Geld zurückkriegen. Ja, Blume, immerhin. 20% Nachlass. Geht doch klar. So, Zubehör. Was ist denn das teuerste? Die Kontersocken. Aber die haben wir doch schon mal gesehen, oder? Haben wir die nicht mal irgendwo gefunden? Ich glaube zumindest, dass ich die schon mal irgendwo gesehen habe. Allerdings ist das alles Abfall, was er anbietet. Wir sind viel krasser ausgerüstet. Cooper-Hose war okay, aber der Rest... eher Trash. Ich weiß nicht, muss ich noch in Rewe? Ach so, nein, so Gucci müssen wir auf jeden Fall. Ja, schon gut, ich gehe ja schon. Orden sind kein Spielzeug, man muss da mit dem nötigen Ernst ran. Spiel vielleicht lieber ein bisschen Verstecken oder so. Was passiert? Mama und Papa sind dauernd einkaufen in Gucci, das ist so öde. Hey, sollen wir Verstecken spielen? Ja, okay. Klasse, glaubst du, du kannst mich finden, Mario? Ich verstecke mich auf der Einkaufsmeile oder in Läden. Kleiner Tipp, geh ja nicht raus, sonst hast du gleich verloren. Also los, tschüss! Sieht so aus, als könnten wir diese Sidequest wenigstens schaffen. Also versuchen wir es. Ja, ist ja easy peasy, hier ist der Typ. Boah, du hast mich gefunden! Mario, du bist ja super! Dann suche ich mir ein neues Versteck und los geht's! Okay. Er ist auf jeden Fall hier runtergegangen irgendwo. Und er sagte, er geht auch in Läden. Also ist er vielleicht in Rewe gegangen. Ja. Boah, du hast mich gefunden. Mario, du bist super. Dann suche ich mir ein neues Versteck. Und los.
Diesmal wird es ein bisschen schwieriger, weil jetzt haben wir gar keinen Anhaltspunkt, wo er sein könnte. Aber hält er sich immer in diesem Screen hier auf? Oder geht er auch rüber in den anderen? Vermutlich schon, oder? Weil hier sehe ich jetzt nichts. Nichts Verdächtiges zumindest. Oder ist er in den Gucci-Store gegangen? Weil da wollte er ja unbedingt rein. Antwort lautet allerdings nein. Na ja, dann gucken wir vielleicht noch in den Laden oben. Ach nee, das ist ja Dr. Horoskopus T. Stimmt. Ups. Geht hier die Hauptquest weiter? Oh, tatsächlich. Die Wunde in meinem Kopf ist komplett verheilt. Danken Sie dem Doktor von mir und Ihnen auch vielen Dank. Ach was, und hier gibt's weibliche Toads? Hä? Ich kapiere den Gedankengang Nintendos einfach null, aber okay. Der Doktor möchte das Ganze beobachten, also kommen Sie nächste Woche nochmal vorbei. Gut, bis dann. Ich gehe nie zu Kontrollen, ich Depp. Gute Nächste, bitte. Oha, Mario und Luigi? Seid ihr beiden etwa krank? Der Doktor ruft immer nur einen Patienten auf. Ich fürchte, ihr müsst einzeln zu ihm. Was? Ihr wollt zusammen zum Doktor? Das geht nicht. Dafür müsstet ihr einen Termin vereinbaren. Worum geht's denn überhaupt, Mario? Dein Bart glänzt, du scheinst gesund zu sein. Und Luigi scheint auch vor Energie zu springen. Das erkennt man am Bart? Ja, auf einmal hat Mario Husten, ist klar. Oh je, ein rauer Hals. Das könnte ein erstes Symptom für Metabolie sein. Mach mit, Luigi. Oh, er erstickt fast. Nein, Schmerzen in der Brust. Ein Notfall. Wenn euch die Metabolie erwischt, dann sind wir echt am Arsch. Ihr beiden müsst auf der Stelle zum Doktor. Kommt mit. Nein. Ich will erst die Sidequest beenden. Nein. Damn it. Doktor, Ihre nächsten Patienten sind hier. Doktor? Ihr seid krank! Haben diese Männer eine unglaublich schwere Krankheit? Ja. Wird eine Nichtbehandlung fürchterliche Folgen haben? Mit Sicherheit. Schweigt! Ihr tragt ein sehr gefährliches Virus in euch. Es wird immer deutlicher. Oh ja. Mit der Kristallkugel stellt der Doktor seine Diagnosen. Passt gut auf. Mit einer Kristallkugel? Sind Sie ein richtiger Doktor? Oder ein Quacksalber? Ah, sehe ich es? Oh ja, ist das jetzt erkennbar? Klar und deutlich. Ein schreckliches Virus, das euer Ende bedeutet. Es ist... Bowser? Bowseritis! Hat dich jemand gerufen? What the? Wo kommt er auf einmal her? Oh, ein wahrhaft scheußliches Virus erhebt sein grässliches Haupt. Ist dies das Virus, das euch plagt? Ja. Eine Pein für Körper und Geist und weh. Was? Du Quacksalber, aber halt die Fresse. Ich will offen sein. Mit Bowseritis ist nicht zu Spaß. Es dauert lange, sich davon wieder zu erholen. Ich verschreibe euch ein Antibiotikum. Das sollte etwa 10 Tage reichen. Ihr müsst es dreimal am Tag am besten mit den Mahlzeiten einnehmen. Was? Er hat den Arzt verprügelt. Mario und der grüne Schnauzbart. Ihr zwei Clowns wollt euch also den Finsterstern schnappen und außerdem den Pilzpalast zurückerobern? Bah, der Finsterstern und der Palast sollten mir gehören. Und sie werden mir gehören. Bowser, drehst du durch? Bowser, bist du bescheuert? Wir sind doch ein Team. Das darf doch jetzt wohl nicht wahr sein. Du dämlicher Vollhold. Du dämlicher Vollhonk. Also gut, wie du willst. Dann kämpfen wir eben. Das war jetzt ein bisschen schwieriger zu merken. Ich weiß nicht genau, wo der letzte Mario ist, aber ich glaube unten rechts. Ja. Alles klar, sehr schön. 118 Damage. Das Problem ist, wir haben jetzt halt keine neuen Orden und so. Die hätten uns halt im Gucci-Store holen können. Ich wusste jetzt nicht, dass es hier so Schlag auf Schlag mal wieder weitergeht. Meine Güte, ey. Unglaublich. Trampolin. Ich hoffe, wir erhalten nochmal die Möglichkeit, zurückzugehen. Weil der kleine Babytoad, der wartet ja darauf, dass wir ihn suchen. Ist jetzt schon ein bisschen assi von uns, dass wir einfach weggegangen sind. Aber es war keine Absicht, Mann! Boom!
Schöner Treffer von Mario. Der Orden ist voll. Dann wird es gleich eine Heilung geben. Was? Bowser setzt die Specials gegen uns ein. Aber ohne Feuer, oder wie? Ah, doch. Oh, oh. Kann ich die eigentlich auch zurücklenken, indem ich auf die Goombas draufspringe? Nein, ich kann sie nur besiegen, was mir nicht viel bringt. Ah, jetzt wird es hier doch ein bisschen voll. Oh, oh. Oh, oh. Hä, ich weiß doch gar nicht, wer hier angegriffen wird. Ach doch. Oh, das war aber nicht wirklich gut, ne? Naja, fürs erste Mal, okay. Heilung. Und jetzt Gegenschlag. Wieder Fassgeballer. Denn das ballert. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, wir merken uns Mario. Der ist da oben in einer Reihe. Außerdem unten links, genau. Das ist B. Das ist A. B. A. B. A. B. Wunderbar. 111 Damage. Und Bowser ist in Rage Mode. Was macht er da? Was? Er heilt sich komplett? Das gibt es doch nicht. Außerdem seine Haare stehen zu Berge. Wird er jetzt zum Super Saiyan 4? What's going on? Nochmal Fassgeballer. Mann, Bowser, komm doch zur Besinnung, du Trottel. Das ist so komplett unnötig, dass wir jetzt gegeneinander kämpfen. Wir sind ein Team, verdammt, und machen uns gegenseitig fertig. Krankfried muss sich doch ins Händchen lachen. Ah, Mann. Was macht er jetzt? Oh, er will Luigi in die Fresse hauen. Hat aber nicht geklappt. Ich hoffe, er macht nicht die Shy Guy Stachelkugel, weil ich glaube, das wird schwer zu kontern. Nächstes Trampolin. Aber normalerweise müsste er ja alle Special Attacks drauf haben, die er sonst auch kann. Beim Flammenwurf habe ich jetzt schon etwas Angst. Denn das dürfte auch schwierig abzuwehren sein. Mann, Bowser, du dämlicher Trottel. Komm zur Besinnung. Wie kann man denn nur so drauf sein wie du? Okay, erneut merke ich mir Mario. Irgendwie neige ich immer dazu, mir Mario zu merken, keine Ahnung. Aber es läuft, ne? Die Attacke habe ich echt gut drauf. Ihr kleinen Nervensingen, euch singe ich die Bärte ab. Ich habe ein ungutes Gefühl. Ihr müsst beide springen und euch an mir festhalten. Während ihr euch festhaltet, müsst ihr eure Knöpfe gedrückt halten. Wenn die Knöpfe loslasst, fallt ihr runter. Habt ihr alles verstanden? Ja, laber nicht, sondern los geht's. Gute Idee, Glitzerstern. Haha. Solange wie Bowser braucht zum Aufladen, bin ich in der Zwischenzeit in Australien gelandet. Im Urlaub. Ach, Bowser, lass den Scheiß doch. Ist nett, dass du die Luft ein bisschen wärmer machst, weil mir war tatsächlich ein bisschen kalt, aber muss jetzt nicht sein, weißt du? Hier, friss den Hammer. Und Luigi? Der hat auch keine BP mehr, fuck. Na gut, dann Super Sirup für Mario. Der muss das nächste Mal dann den Finish vorbereiten. Yummy. Ich hoffe, er macht keine Ulti mehr. Ja, super, super. So muss das. Nein! Er setzt tatsächlich die Schallgeier-Attacke ein. Muss man da mit beiden zuschlagen? Wahrscheinlich. Oh, 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 oh. Ja, gut, ist ja easy. Wobei, es kommt zurück. Immer abwechselnd. Boah, damn, damn. Ist da mal Schluss? Yes! Wir konnten ihm dadurch zwar keinen Schaden machen, aber seinen Angriff abwehren. So, und jetzt komm, finish him. Finish him. Ich hoffe, wir bekommen wenigstens Erfahrungspunkte für den Kampf gegen Bowser. Na, das ist so unglaublich unnötig. Gleichzeitig aber auch so geil. Weil er halt einfach genau das drauf hat, was wir die ganze Zeit schon mit ihm geübt haben und so. Und das ist irgendwie geil. Das gibt's doch nicht, dass das jetzt ernsthaft nicht reicht. Noch ein Super Sirup für Luigi, meinetwegen. Aber so viel KP kann der nicht mehr haben. Komm, wir müssen ihn auskontern. Was? What?
Was war das denn für eine seltsame Antäuschung von ihm? Und wie viel Schaden das einfach gemacht hat? 39, wow! Bowser ist richtig krass. Ich weiß nicht, ob die Ausrüstungsgegenstände, die wir ihm verpasst haben, da eine Rolle spielen. Aber kann fast sein, oder? Oh je, ich glaube jetzt im Rage-Mode wird er noch mehr Goombas anzünden als davor. Aber andererseits ist das auch nicht so schlecht, weil die kannst du wenigstens kontern. Da können wir ihm noch ein bisschen Schaden machen, was echt wichtig ist im aktuellen Moment. Denn es wird brenzlig! Wie viele denn noch? Jetzt übertreibt er komplett. Hallo! Sind wir hier in einer Goomba-Fabrik oder was? Oh Mann. Komm schon, alle kontern. Dammit. Scheiße, was bin ich denn für ein Idiot? Naja, war okay. Ich hab's noch gerettet am Ende. Der steht immer noch? Das kann doch nicht wahr sein. Was denkt der Boy denn? Ja gut, er hat sich komplett geheilt beim Rage-Mode, das ist klar, aber dennoch. Das ist ein richtig heftiger Bosskampf. Okay, es ist Bowser, aber trotzdem. Das trifft mich so unvorbereitet. Ich habe auch das Gefühl, eigentlich wollten die Entwickler, dass man hier mit einem neuen Orden kämpft. Haben wir halt verpeilt, ne? Jetzt geht er aber down. Mann, Bowser, du musst noch sehr viel lernen. Vor allem Beherrschung. Wow, 1000 EP. Läuft.